fange jetzt einfach mal an. So wie immer. Ja. Hallo und willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Also wir befinden uns jetzt auf der russischen Heerstraße durch Georgien bis zum höchsten Skigebiet von Georgien in Gudauri. Das liegt ungefähr auf 2000 Meter Höhe. Und ist tatsächlich landschaftlich absolut beeindruckend. Ja. Unglaublich. Die Bilder, die wir da gemacht haben, die waren echt so faszinierend. Ja. Auf dem Weg dorthin kommen wir am Monument vorbei von den 300 Arakvianern. In Gudauri haben wir dann das russisch-georgische Freundschaftsmonument oder Freundschaftsdenkmal besucht mit lauter kleinen bunten Mosaiken drin. Also wirklich, wirklich sehr sehenswert. Auf dem Weg in das Skigebiet sind wir unten am Fuße von dem Berg an so einem, ja, ich sag mal, Museum vorbeigekommen. Lauter alte Autowracks standen. Da war richtig alte Schätzchen. Und da bin ich dann hin und ja, der hat gleich mal seine 20 Lari verlangt, also umgerechnet 3 Euro in etwa. Ja, das fand ich schon große Abzocke. Aber das war einfach, die Autos waren super geil, aber alles verwildert, verwachsen. Aber ihm ging es eigentlich nur um eins: überteuerten Honig verkaufen. Ja. Und wenn man dann mal im Internet nach ihm recherchiert, der hat nur schlechte Bewertungen. Also ich kann euch nur eins sagen, fahrt vorbei, genießt die Bilder, die ich gemacht habe, aber dort anhalten, das ist echt Abzocke. Ist nicht lohnenswert. Ja. Also so schön wie die Autos einmal waren, bei ihm tun die alle nur verrosten. Ne? Ja. Ja, auf dem Platz, wo wir da oben stehen, der auch super traumhaft ist, werdet ihr dann im Video sehen. Da habe ich dann noch ein paar kleinere Reparaturen oder wir ein paar kleinere Reparaturen am Fahrzeug vornehmen müssen, weil wir hatten einfach Zeit, das Wetter war zum Teil super verregnet. Während wir so da oben stehen, kam uns so die Idee, 60 Kilometer von der russischen Grenze weg, ob wir vielleicht nicht doch einreisen. Ja. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen kundig gemacht und es gibt ein E-Visa, nennt sich das, ein elektronisches Visa, das relativ günstig ist und vor allem innerhalb von 4 Tagen in der Regel genehmigt wird. Mhm. Und du darfst zwar nur 14 Tage dann in Russland einreisen, aber wir haben gesagt, okay, das machen wir jetzt, das probieren wir. Und jetzt könnt ihr uns begleiten zur Ausreise von Georgien und kurze Einreise nach Russland. Ja, das wird euch am Ende des Videos erwarten und wir werden auch auflösen, was ihr zu beachten habt, welche Kosten auf euch zukommen, was ist mit dem Auto, ja, was kosten SIM-Karten und. Alles erklären wir dann am Ende. Also bleibt bis zum Schluss dran, ist wirklich für jemanden, der dort einreisen will, echt hilfreich. Viel Spaß beim Anschauen von dem Vlog. Und dann geben wir euch noch eine kleine Vorschau, was wir alles so in Russland geplant haben. Das seht ihr dann am Ende im Abspann. Ja. Guten Morgen. Wir haben unseren Stellplatz verlassen bei Tianeti, waren jetzt noch ein bisschen einkaufen und sind auf dem Weg zum Stausee bei Ananuri über Serpentinen, aber die sind gut geteert, also ausgebaute Straße meistens, und wir sind schon gespannt auf den See, werden wohl da noch ein bisschen verweilen. Bis später. Kaum aus dem Auto draußen sind alle Hunde hier. Wir gehen jetzt mal hier hinter und schauen uns mal an, was es hier hinten gibt. Irgendein Kunstwerk, schaut irgendwie halb fertig aus. Ein Monument stand. Ein Monument, und da hinten ist der Staudamm. Und dann, da werden wir dann gleich mal irgendwo Pause machen und was essen. Weil wir haben frisches Brot. Da können wir wieder nicht widersticken. Und alle Hunde hier schön bei uns. Denkmal von 300 Arakvianern, erbaut 1959 und den Kämpfern des Arakvitals in der Schlacht von Krstanisi im Jahr 1795 gewidmet. Eigentlich wollten wir hier am See ein bisschen stehen und zum Mittag essen, aber da war uns dann doch zu viel Trubel.
Dieses Museum, Old Cars Museum, ist uns aufgefallen beim Vorbeifahren. Wir haben extra nochmal umgedreht und sind hierher gefahren, haben dann festgestellt, ja, es stehen viele coole Autos da. Er verlangt 20 georgische Lari, das sind umgerechnet circa 7 Euro. Und wenn man die Autos betrachtet, sie sind alle am Vergammeln und wachsen geradezu. Und er bezeichnet es als Museum. Aber eigentlich ging es ihm nur um eins. Er wollte unbedingt seinen völlig überteuerten Honig verkaufen und dafür hätte er alles getan. Und man kriegt bei da oben den gleichen Honig zum halben Preis. Also lasst euch nicht verarschen, wenn ihr daherfahrt. Wir haben hier gerade an der Straße 1,5 Kilo frische Himbeeren gekauft für 4 Euro. Das ist unglaublich. Und dann gab es noch frische Pflaumen und ganz tolle Eiertomaten. Die georgische Heerstraße ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen im Kaukasus. Die Route wird seit Jahrhunderten von Händlern und Reisenden genutzt. Sie hat auch eine enorme strategische Bedeutung und außerdem ist sie 207 Kilometer lang und verbindet Tiflis in Georgien mit Wladikawkas in Russland. Seht ihr das sowjetische Denkmal an der georgischen Heerstraße? Das bekannteste Mosaik in Georgien ist eine riesige Aussichtsplattform an der georgischen Heerstraße in der Nähe von Gudauri. Das Denkmal entstand anlässlich des 200. Jahrestages des Vertrages von Georgiewsk und als Lob an die Freundschaft von Russland und Georgien, was bis heute für hitzige Diskussionen sorgt. Guten Morgen. Heute stehen hier ein paar kleinere Reparaturen im Auto an. Nachdem unser Wetter draußen nicht so prickelnd ist, wir stehen auf über 2100 oder 2240 Meter sogar. Hier ist alles in Nebel, alles in Wolken. So schaut es gerade da draußen aus. Und dann haben wir gedacht, wir kümmern uns mal hier um so die ein oder andere Baustelle. Wir haben hier ein kleineres Problem, was mir natürlich überhaupt gar nicht gefällt, ist unsere Platte hier oben, die Küchenplatte, die reißt hier ein. Und da muss ich jetzt mal sehen, ob ich das irgendwie zumindest so weit hinkriege, dass das nicht mehr weiter reißt. Dazu muss ich heute hier den Einsatz von unserem Herd rausnehmen, um da mal zu sehen, ob ich da mit Sekundenkleber oder irgendwas dran kann. Dazu werden wir jetzt hier mal die Gashähne alle zudrehen, weil ich werde da oben wahrscheinlich das Ding ganz ausbauen müssen und dazu auch die Gasleitung kappen. Schauen wir mal, ob ich es vielleicht anders hinkriege, aber sicherheitshalber mache ich da mal zu. Dann kann da oben kein Gas ausströmen. Petra ist beim Arbeiten, Buchhaltung und ähnliche Themen, ja. Steuerberater, Themen vorbereiten und ja, schauen wir doch mal, was wir jetzt hier so machen können. Na gut, dann würde ich sagen, ich starte hier mal mit der Aktion. Das sind die Ecken, wo natürlich immer der ganze Saft drunter läuft, die dann auch nicht mehr schön aussehen. Das heißt, da werde ich jetzt mal probieren. Denken alle, ich würde nicht putzen. Erstmal versuchen, das Ganze sauber zu machen. Überall ist da der Dreck drunter. Alles pappt hier. Manchmal ist es
angenehmer, du machst so eine Leiste oder so eine Gummilippe einfach neu, aber hier gibt es nichts. Und wir haben mal irgendwann aus Versehen diese Feuchttücher hier gekauft für die Toilette, aber eigentlich sind das Reinigungstücher und die haben wir in der Türkei gekauft. So ist das immer, wenn man die Sprache nicht versteht. Und heute sind die ganz nützlich, weil damit kann man echt relativ gut fettige Sachen reinigen. Hier schreitet die Arbeit voran, denke ich mal. Ich bin mit meiner Arbeit schon fertig. Da ist alles ausgebaut. Alles ausgebaut. Wird mal alles gereinigt. Und dann ging es ja um den Riss. Der wird jetzt geklebt und dann wird das alles hier wieder neu verschraubt. Und hier will ich probieren, mit Sekundenkleber reinzugehen, damit mir das nicht weiterreißt. Dazu werde ich vorher oben zwei Klebestreifen hinmachen, genau an der Kante entlang, die ich dann später wieder schnell wegziehe, damit hier oben das eine schöne Kante wird. Soll ich da mal hinwischen, dann kannst du schon mal kleben. Kann man machen, ja. Auf Kommando lachen. Ja, was sonst? Hier, für die Fans. Hier liegen alle Teile. Gummidichtung ist jetzt schon zum Teil angeklebt. Wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Der Kleber war noch nicht richtig gebunden. Haben wir jetzt nochmal nachgearbeitet. Und jetzt haben wir alles super sauber gemacht. Auch hier hinten drin ist jetzt alles wieder schön sauber. Da, wo man sonst halt nie zum Wischen hinkommt. Und der Aufwand ist halt tatsächlich ausschließlich für diesen Riss gemacht worden. Da habe ich jetzt einen Sekundenkleber drin. Einfach in der Hoffnung, dass es jetzt nicht weiter reißt. Weil es relativ viel Aufwand, so wie die Peter schon festgestellt hat, für einen kleinen Kratzer oder für einen kleinen Riss. Aber unterm Strich auch wieder ganz froh, dass wir da wieder eine Baustelle weg haben. So, die letzten Teile noch festmachen. Und hier kann man sehen, alles wieder sauber drin verbaut. Somit würde ich sagen, ist der Fall hier abgeschlossen. Hier ist jetzt Sekundenkleber drin. Das bedeutet hoffentlich, dass es nicht weiter reißt. Gleichzeitig kann aber auch kein Wasser mehr eindringen, wenn hier oben gewischt wird. Das war genauso wichtig. Ja, dann würde ich sagen, soweit alles gut. Kann wieder gearbeitet werden. Leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all? But let me tell you why, that's just life putting you through the test. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you gotta stumble. Also wir nehmen jetzt mal hier die kleine Brücke über den Fluss, um an unser Ziel zu kommen. Super gemeistert! Juhu! Weitergehen. Also wir schätzen mal, dass es ein Lost Place ist und zwar ein verlassenes Hotel. Wird im Moment von Schafen genutzt. Von Schafen genutzt. Ja. Ja, würde ich mal sagen, ist doch super. Alles wird hier verwertet. Und da geht's jetzt für uns rauf. Nobody knows till the race is all won. So if you're wondering what's the point of anything at all? It's to live your life, live it right now, 'cause you only get one. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel.
stuck and you can't get out. Just remember. Wie die schmatzen. Leute, neblig ist und was haben wir hier im Auto? Eine ganze Herde mit Schweinen. Ja, du staubst ganz schön. Hm? Du staubst ganz schön hier. Jetzt haut sie mal ab. Hast du mal gezählt? Ich hab dir gesagt, es sind 1000. Es nimmt gar kein Ende. Na, ihr Hübschen. Der Hund übt noch zu bellen, hört sich irgendwie grausam an. Und der Schäfer oder der Hirte hat uns erzählt, dass es 2400 Schafe sind. Hätten wir nicht geglaubt. Guten Morgen. Nach 3 oder 4 Tagen Regen, dicke Wolken, hat sich heute die Sonne mal wieder blicken lassen. Und schon schaut das hier alles so schön aus und vor allem warm. Heute Nacht hat es richtig fett geregnet. Eine Stunde lang Weltuntergangsstimmung im Auto heute Nacht. Aber jetzt ist alles schön. Ihr könnt es im Hintergrund sehen. Die Berge erstrahlen im Sonnenschein, auch wenn sie noch ein bisschen wolkenverhangen sind. Peter hatte gestern früh im Endeffekt für den Russland-Grenzübertritt ihr E-Visa bekommen. Meines war noch nicht da, das ist aber gestern Abend auch noch gekommen. Und somit wird es jetzt wahrscheinlich für uns morgen ganz früh nach Russland reingehen, sofern uns die Behörden
reinlassen und nicht irgendeinen Grund finden, warum sie uns nicht reinlassen wollen. Ja, warten wir mal ab. Ich bin jetzt erstmal froh, dass das geklappt hat. Und dann freuen wir uns auf ein paar Tage Russland, weil das E-Visum gilt ja immer nur für 14 Tage. Ja, jetzt schauen wir mal. Aber nachdem wir schon so nah an der Grenze waren hier in Georgien zu Russland, haben wir gesagt, nehmen wir Russland mit. Und wir haben doch einige Leute kennengelernt, die sagen, solltet ihr unbedingt machen. Also, ja, schauen wir mal. Freuen wir uns schon drauf. Heute verlassen wir unseren schönen Platz hier beim russischen Denkmal mit den 2400 Schafen, die jeden Tag bei uns waren. Erstmal guten Morgen aus dem Nebel. Wir haben uns jetzt entschlossen, heute ein Stück weiter zu fahren, weil wir wahrscheinlich morgen nach Russland einreisen dürfen. Drückt uns mal die Daumen. Das ist noch ein alter Tunnel, durch den man früher durchgefahren ist, bevor hier die neue Straße gebaut wurde. Eigentlich gruselig. Da wollte ich nicht durchfahren. Hier wird schwer gebaut auf der Straße. Somit müssen wir wahrscheinlich auch durch den Tunnel fahren. Er ist nur in eine Richtung befahrbar und die Polizei hat uns jetzt erstmal zurückgewiesen. So, wir dürfen jetzt auch fahren. Doch in den kreisligen Tunnel. In den kreisligen Tunnel, ja. Na gut. Da geht's jetzt wieder raus. Irgendwie war vorne die Straße weggebrochen, deshalb mussten wir hier durch den alten Tunnel fahren. Also warum die LKWs hier alle stehen, wissen wir auch nicht. Wir fahren auf jeden Fall dran vorbei. Bestimmt schon 2 Kilometer, ne? Wir suchen gerade einen Übernachtungsplatz. Hoppala, jetzt fällt meine Frau auch noch. Wir hatten gerade wieder umzingelt von Schafen, muss das Auto noch zudrücken. Hier wird es über die Brücke drüber gehen. Peter geht mal vor, dass man mal so ein bisschen die Dimension sieht. Das wäre jetzt ganz nach meinem Geschmack eine Brücke. Die halten. Da fahren die mit LKWs drüber. So, da haben wir jetzt eine Option da hinten drin. Müssten wir hier unten reinfahren. So, und wenn wir dann hier oben noch ein bisschen weiter gehen, auf der Seite wären wir ein bisschen weiter weg von der Straße, dann gibt es hier noch so die ein oder andere Stelle. Der Platz hier, der wäre eigentlich perfekt, aber das schaut aus wie so ein Nachtlager von den Schäfern. Und dann haben wir noch einen Platz vor der Brücke. Also ein schöner Platz wie die letzte Nacht, wird es jetzt gerade nicht hier. Es ist ziemlich schief zum Reinfahren. Aber die Umgebung ist ein Traum. Anderes Land. Guten Morgen erstmal.
Was für eine Landschaft hier. Das ist der Wahnsinn. Leider ist unsere GoPro gerade ausgefallen und auch der DJI Gimbal. Deshalb filme ich heute mal ein bisschen mit dem Handy. Sieht aus, als käme da schon die Grenze. Bitte? Sieht aus, als käme da schon die Grenze. Ja, ja. Jetzt ist die Frage, ob ich da vorbeifahren kann. Erste Grenzkontrolle geschafft, aus Georgien raus, hat keine 5 Minuten gedauert. Ganz freundlich waren die. Jetzt sind wir hier quasi im Niemandsland, gehe ich mal von aus, wa? Ja, ja. Zwischen der Grenze von Georgien zu Russland, dieses Niemandsland, da stehen lauter ausgeschlachtete Fahrzeuge. Echt interessant, dass sowas möglich ist. Hier warten wir jetzt gerade auf die Einreise. Jetzt stehen wir hier kurz vor der russischen Einreise. Das wird ein bisschen dauern. Gibt es ein paar Formulare zum Ausfüllen und jetzt stehen wir hier erstmal in der Schlange. Hi. Wir sind schon wieder mal über die Grenze. Wir sind in Russland angekommen und haben 2 Visa. Für 2 Wochen. Für 2 Wochen. Was war denn so das Spannende an der Einreise? Die Ausreise aus Georgien war 10 mega, Minuten. Mega entspannt, 10 ja. Minuten. Die Einreise nach Russland hat gedauert 3 Stunden. 3 Stunden, wobei... Super entspannt war, super liebe Leute, super nett, super professionell, also muss ich echt sagen, die waren echt cool drauf. Der einzige Nachteil, den wir so entdeckt haben, du hast ein Dokument, was du ausfüllen musst für die Verzollung von dem Fahrzeug. In Russisch? Das war Englisch, das Dokument war Englisch und Russisch und... Du kriegst nicht wirklich gesagt, was alles ausgefüllt gehört. Wir hatten zwar vorher uns schon auch schlau gemacht von ein paar Leuten, ein Dokument da. Am Ende des Tages haben wir es 4-mal. Kommt wieder. Auto. Und der hält an. Dann muss ich hier mal auf Pause. Der hält an, der will was von uns. Ja. Dieser Autofahrer brauchte Luft für seinen Reifen, weil irgendwie ein Loch darin ist. Und da haben wir ihm jetzt ganz leicht weiterhelfen können. Спасибо. Also wir haben 4-mal das Dokument ausfüllen müssen, weil jedes Mal eine kleine Änderung vorgenommen werden musste. Und die Problematik dabei ist, du fängst immer von vorne an. Du kriegst ein komplett neues Dokument und jedes Mal danach wurde dann gesagt, das muss auch noch anders sein, das muss anders sein. Und wir hatten aber eine Vorlage, die wir von jemandem hatten und selbst die... Wurde nicht als richtig anerkannt. Also ja, hat ist ein bisschen wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwie anders, je nach Laune, keine Ahnung. Nee, also ich fand es jetzt völlig in Ordnung und war auf 6 Stunden eingestellt und wir haben nur 3 gebraucht. Und dann gut gegangen. War noch ganz merkwürdig, also erst hat eine Zollbeamtin das ganze Auto durchsucht mit Taschenlampe und alle Schränke auf. Dann war man da endlich durch, dann sind wir ein Stück weiter gefahren, dann kam nochmal ein Zollbeamter. Und der hat gemeint, er müsste auch nochmal überall Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Kaspisches Meer. Ja. Und da sind wir auch schon 2-mal angehalten worden. Ja, genau. Und immer wollten sie ins Auto reinschauen. Und wenn sie ins Auto reinschauen durften, dann war ein fettes Grinsen im Gesicht. Ja. Und so erstaunt, boah, cool. Alles entspannt. Ist halt hier ein bisschen anders in Russland. Und immer echt nett und freundlich. Also das war jetzt nicht ein unfreundliches Wort dabei. Überhaupt nicht. Waren alle total nett, ja. Immer beim Lachen, was man so kaum von einem anderen Grenzübergang kennen. Und dann haben wir eben noch Geld getauscht. Wir haben 300 Euro getauscht, weil wir auch einen Tank voll machen wollen. Mhm. Und das bedeutet, wir haben 29.100 Rubel bekommen. Also das ist so 1 zu 100. Wir waren aber direkt auf einer Bank und haben getauscht mit Nummer ziehen und anstellen und warten. Und dann haben wir anschließend noch eine Datenkarte gekauft. Eine SIM-Karte uns geholt fürs Handy. Die hat jetzt gekostet 5
1,50 € umgerechnet, 550 Rubel. Ja. Und das sind 50 Gigabyte für einen Monat, also auch super günstig. Und die Karte kannst du ja wieder erhöhen. Also genau, und die Karte kostet auch nichts extra. Also fand ich jetzt schon alles zwei gut. Wochen werden eh so schnell rum sein. Ja, wahrscheinlich. Wir haben toll eingekauft, immer super ganz nette Gespräche. Ganz frische Sachen, die eine hat und sogar aus ihrem eigenen Garten eingemachtes verkauft. Das haben wir gerade sofort getestet. Saumäßig geil. Lecker und süß. Saumäßig lecker, ja. Ja. Und ja, genau. Und das E-Visa vielleicht auch ganz kurz dazu. Dieses E-Visa machst du übers Internet. Mhm. Da kann ich euch den Link einblenden, damit ihr dann wisst, wo ihr das findet. Das dauert genau 4 Tage, bis es da ist. Also wir haben ziemlich genau 4 Krass, Tage gewartet. Ja. Wenn ihr wollt, können wir euch, das müsst ihr uns aber in die Kommentare schreiben, könnt ihr uns auch mitteilen, ob wir das zur Verfügung stellen, damit ihr wisst, wie sowas auszufüllen ist, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und das war auch super easy an der Passkontrolle. Ich hatte nämlich mein Zettel hier gar nicht dabei. Ich habe es aber auf dem iPad drauf. Ich hatte mein iPad dabei, habe ich die Seite aufgemacht bei den Fotos. Hat ihr auch gereicht, ne? Und genau, und das E-Visa kostet ungefähr 45 € pro Person. Ja. Also ist auch nicht teuer. Also du zahlst nichts fürs Auto, du brauchst, wenn du, so wie wir haben also eine Versicherung für das Fahrzeug, auch für Russland. Also musst man auch nichts extra abschließen. Die haben wir schon in Deutschland gemacht, genau. Also daher perfekt. Also das war jetzt echt eine easy Nummer und ging alles ratzfatz und alles eben in der kleinen Stadt erledigt, ne? Und jetzt kleben, und jetzt kleben wir mal die das russische Teil aufs Auto, auf. Weil die hast fehlt schon ausgeschnitten, ja noch. Ne? Ich habe soweit alles fertig gemacht. Schon sauber gemacht. Schon sauber gemacht. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Und hier könnt ihr schon mal sehen, da ist die russische Flagge angekommen. Und hier seht ihr die Länder, die wir seit 930 Tagen schon alle bereist haben. Mega. Vielen Dank fürs Anschauen. Hier kommt jetzt noch mal eine kleine Vorschau für Russland. Ja, ich habe mir ein paar Sachen vorbereitet, weil ich kann mir leider noch nicht alles so richtig merken. Also wir reisen in Russland durch Tschetschenien und durch Dagestan. Dagestan soll landschaftlich noch mal schöner sein wie Tschetschenien, wurde uns gesagt. Werdet ihr dann sehen, ob dem so ist. Wir kommen nach Derbent, eine der südlichsten Städte Russlands. Fast bei Aserbaidschan, gell? Genau. Dann besuchen wir das Kaspische Seemonster. Da könnt ihr mal ganz gespannt drauf sein, was das ist. Ja, leider hat sich bei uns am Hero die Bremse gemeldet. Wir müssen die Bremsbeläge wechseln. Wird spannend, die Bremsbeläge zu finden in dieser Gegend. Und einbauen tue ich sie dann selber. Werden wir auch ein bisschen festhalten und filmen. Dann haben wir 3 Sehenswürdigkeiten auf dem Schirm gehabt, die wir uns unbedingt ansehen wollten in dieser Region von Dagestan. Das ist der Salta Waterfall. Ja. Den haben wir aufgesucht. Unglaubliches Schauspiel. Dann haben wir den Sulak Canyon. Das soll der tiefste und längste Canyon von Europa sein. Nein, der Welt. Okay. Der Welt. Und, und dann haben wir noch eine Geisterstadt Gamsul, oben auf einem Felsen gelegen, die ist erst vor etwas mehr als 10 Jahren verlassen worden. Da ist der letzte Einheimische gestorben und dann ist die Stadt komplett ausgestorben. Da waren wir auch. Und wir haben an ganz, ganz vielen Orten haben wir auch die Drohne in der Luft gehabt. Also auch da wieder coole Aufnahmen. Ist auch nicht verboten in Russland, was so viele immer behaupten, ne? Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Teilt das Video und wenn noch nicht geschehen, den Abo-Button drücken. Ihr wisst ja, wie es geht. Wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Bis dann. Also, ciao. Tschüss.